Ihr meint, ihr wart dort? Ja, einige von uns rebellierten gegen Alduins Tour, seine Tyrannei. Wir halfen den Menschen, ihn zu stürzen. Aber sie vertrauten uns nicht. Ni'ov. Sie hielten ihre internen Ratsversammlungen vor uns verborgen. An dem Tag von Alduins Sturz war ich weit fort. Aber alle Doof haben den Bruch der Zeit selbst gespürt. Was bewirkt der Drachenfallschrei? Das kann ich euch nicht genau sagen. Ich habe ihn noch nie gehört, Kogan. Der erste Tum, der allein von Sterblichen erschaffen wurde. Es heißt, er würde einen Drachen zwingen, das Konzept der Sterblichkeit zu erfahren. Eine wahrhaft von Mindoran. Unverständliche Vorstellung für die unsterblichen Dorf. Aha, ihr seid der Meister der Graubärte. Kommen andere hierher, um sich ausbilden zu lassen? Ich lehre den Weg der Stimme schon seit Jahrhunderten. Und die Tuum schon viel länger. Aber nein, Dovaki. Niemand kommt mehr hierher, um sich ausbilden zu lassen. Saran, ihr seid der Erste in über 100 Jahren. Ich meditiere über die Rotmulag, die Worte der Macht. Ich erteile Rat über ihre Anwendung. Das genügt mir. Ihr meditiert über die Worte? Wie? Ein Wort der Macht zu kennen bedeutet, seine Bedeutung in sich aufzunehmen. Meditiert über die Bedeutung eines Rotmulag. Während dieses Wort euch ganz erfüllt, werdet ihr ihm näher kommen. Werde ich es euch lehren, Dovaki? Welches Wort ruft bei euch tieferes Verständnis hervor? Es gilt drei zu meistern. Fuß, Feim und Joll. Fuß, Feim und Joll. Welches Wort? Fuß, Feim und Joll. Welches ruft bei uns tieferes Verständnis hervor? Fuß, Feim, Joll. Ich würde Joll sagen. Feim. Oder Feim. Ich nehme Feim. In eurer Sprache bedeutet es dahinschwinden. Sterbliche empfinden eine stärkere Verbundenheit zu diesem Wort als die Doof. Jeder Sterbliche schwindet mit der Zeit dahin. Doch der Geist besteht weiter. Denkt über die Bedeutung des Geistes nach. Unslad Sihi. Wo sterbliches Fleisch schwinden und vergehen kann, hat der Geist Bestand. Das ist Feim. Lasst euch von dieser Bedeutung erfüllen. Zum Arg Mora. Ihr werdet feststellen, dass euer Geist euch mehr Stärke verleiht. Ewiger Geist hinzugefügt. Ich möchte über einem Wort der Macht meditieren. Womindog, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie da die Dorf. Ach, schon wieder das Falsche ausgewählt. Vor einem so voreiligen. Ja, aber sie an dem Tag von Alduins. Ich möchte über einem Wort der Macht. Welches spricht zu euch, Dovahkiin? Fuß, Feim oder Joll? Ah, jetzt können wir die anderen auswählen. Fuß. Was ist Fuß? In eurer Sprache wird es Kraft genannt. Doch so wie ihr der Welt einen Stoß gebt, so gibt die Welt den Stoß zurück. Denkt daran, wie Kraft ohne Anstrengung angewandt werden kann. Stellt euch ein bloßes Flüstern vor,
alles, was ihm im Weg steht, zur Seite stößt. Das ist Fuß. Lasst euch von seiner Bedeutung erfüllen. Zoom Arg Mora. Ihr werdet der Welt einen stärkeren Stoß geben, als sie zurückgibt. Mühelose Wucht hinzugefügt, okay. Was bedeutet Joll? Welches spricht zu euch, Dovahkiin? Joll. In eurer Sprache bedeutet das Wort einfach Feuer. Veränderung, der eine Form gegeben wurde. Macht in ihrer ursprünglichsten Gestalt. Das ist die wahre Bedeutung von Joll. Joljek, Macht. Ihr habt sie, so wie alle doof. Aber die Macht ist untätig ohne Handlung und Wahl. Denkt darüber nach, während sich das Feuer in eurem Zoom, eurem Atem aufbaut. Zoom Arg Mora. Was werdet ihr verbrennen? Was verschonen? Ah, das innere Feuer hinzugefügt. Okay. Grem Yolok, seid gegrüßt. Ah, cool. Und jetzt haben wir aktive Effekte, oder wie? Das innere Feuer. Feueratemschrei bewirkt 25% mehr Schaden. Hey. Kann ich nicht mit dir reden? Oh. Hallo. Ah. Sprecht. Ich höre. Welches. Ich will nochmal gucken, was Feim, was ich zuerst hatte. Denkt über. Das ist Feim. Lasst euch von. Ewiger Geist hinzugefügt. Dieser Bedeutung erfüllen. Zoom Arg Mora. Ihr werdet feststellen, dass euer Geist euch mehr Stärke verleiht. Look Tum. Der Kriegerstein. Kräfte, Kampfschrei, Schreie. Wolkenlose. Wo ist jetzt der aktive Effekt? Ich möchte über ein Wort. Welches spricht zu euch, Dovahkiin? Fuß, Feim oder Joll? Ich möchte über ein Wort. Welches ja. Spricht zu euch, Dovahkiin? Feim. Fuß? In eurer Sprache bedeutet es, denkt über die Bedeutung des Geistes nach. Das ist Feim. Lasst euch von dieser Bedeutung erfüllen. Bringt es hierher zurück, zur Tid Achran, dann Kelle Womindog. So, haben wir jetzt keinen aktiven, keine Ahnung. Feim. Hm. Veränderung, Illusion, Beschwörung. Wir haben jetzt nicht nix hier, oder? Feim. Ständiger Schuss für Selbstständigung, Kampfschreikassen, vielleicht. Hm. Nichts ist bei solchen Dingen gewiss. Okay, so. Und an dieser Stelle sollten wir mal speichern. Und ich gehe in die Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es heißt, weiter geht's mit das Wissen der Alten. Sprich mit Esbern oder sprich mit Arngaia. Genau. Oder wir machen ein paar Nebenquests. Mal schauen. Auf jeden Fall geht es das nächste Mal weiter. Bis dahin, ciao. Euer Keltorio, macht's gut. Doof. Ja, hallihallo, willkommen zurück, meine Freunde, und herzlich willkommen bei Let's Play Skyrim. Skyrim! Skyrim! Ja, wir wollen mal nicht ausflippen. Wir sind hier bei, wie hieß er nochmal? Bei Parthornax gewesen. Dem Drachen schlechthin, und er hat uns gesagt, wir sollen uns das Wissen der Alten aneignen. Entweder mit Esbern sollen wir sprechen oder mit Arngeier.
Und wir sollen natürlich herausfinden, wo sich die Schriftrolle der Alten befindet. Doch ich würde sagen, es ist auch mal wieder Zeit, hier ein paar Nebenmissionen zu machen. Zum Beispiel bei den Gefährten. Da waren wir ja schon ewig nicht mehr. Eine übernatürliche Kilke hat zu mir gesprochen, mir befohlen, einen Stern zu finden und dorthin zu bringen. Ah, das war dieser Stern, den wir hatten mit dieser Statue, die wir gefunden haben. Ich würde sagen, wir können das mal machen. Das war schon sehr merkwürdig. Finde Meridias Stern. Ja, ich würde sagen, wir machen das mal. Weil in Skyrim ist es ja im Prinzip egal, was man macht. Weil es ist ja alles interessant. So. Und wo sollen wir denn jetzt den Stern finden? Was hier oder was? Hals der Welt? Nee. Ah, da. Da ist es ja. Finde Meridias Stern. Und wie kommen wir da hin? Ich denke mal, am besten kommen wir von Ivarstadt dahin, oder? Reisen wir einfach mal nach Ivarstadt und schauen mal, ob wir dort das Geheimnis finden, mit dem wir Meridias Stern finden können. Also was heißt das Geheimnis, sondern den Weg dahin. Das ist ja erstmal das Geheimnis. Und eine nette Statue hier, ein Drache, der ein Schwert verschlingt. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. Nicht so detailreich, aber immerhin. So, und die meisten von euch haben ja gesagt, also zumindest die, die bis jetzt fleißig in den Kommentaren geschrieben haben, danke nochmal dafür. An alle fleißigen Kommentarschreiber und Schreiberlinge. Ihr habt ja gesagt, weil ich gefragt habe, ob ich diese ganzen Verkaufsaktionen und so weiter und so fort nicht lieber nachts machen sollte. So, wir müssen in diese Richtung. Ich zück schon mal mein Waffelschwert, wie auch immer. Und da haben die meisten von euch ja geschrieben, nein, mach das gefälligst bitte, bitte weiter in Zukunft, so wie du es machst. Hallo Elch. Und nicht offline, auch wenn es jetzt oft ein paar Folgen verschlingt. Ich weiß allerdings immer noch nicht, ob ich das so machen werde, weil einerseits ist es ja ganz schön, wenn ihr dabei seid. Ich möchte euch ja nichts vorenthalten. Aber andererseits ist es natürlich so, dass eine Menge Zeit dabei drauf geht, die man was man euch hätte sonst in der Zeit alles zeigen können, weil Skyrim ist ja an und für sich sowieso ein Let's Play, sag ich mal, was sehr lange dauern wird. Also es ist ja kein Let's Play, was jetzt die nächste Zeit enden wird. Oh, du hast dich mit Knochenbrecherfieber infiziert. Das ist gar nicht gut, aber ich dachte, wir hätten einen Zaubertrank, der alle Krankheiten heilt. Der Krankheitsheilung, genau. So. Oh, so, jetzt werden wir wieder geheilt. Ja, wie gesagt, da geht eine Menge Zeit bei Flöten. Oh. Ziel Honigstrandhöhle. Ach, okay. Und Skyrim wird noch einige Folgen gehen. Ich denke mal mindestens noch 100 Parts. Kommt drauf an, wie weit wir hier alles machen. Aber mindestens 100 Parts werden sein, weil wir wollen ja auch die Nebenquests machen und nicht nur die Hauptquest. Und da wird noch einiges an Zeit weit drauf gehen. Boah, gleich zwei Bären. Hört mir auf hier einer. Wow. So, einer wäre hin. Der zweite ist auch gleich dran. Schwere Rüstung verbessert auf 52. Ja, sauber. Ja, sauber ist das. Bärenklaue, Höhlenbärenpelz. Sauber, sauber ist das. Jetzt fängt er schon wieder an mit Pilzen sammeln. Nein, ich versuche mich etwas zu beherrschen. Der verschlossene Raum. Nehmen. 8 Gold. Eisendolch. Jagdbogen. Ne, den Rest brauchen wir mal nicht. 55 Gold, sehr schön. Der verschlossene Raum, was hat er denn da gehabt? Da. Schlossknacken verbessert auf 36. Hätte man sich bei dem Namen ja fast denken können. Und ich wollte auch nochmal gucken bei Schreie. Was haben wir denn da alles? Der Turm erfüllt deine Arme mit Geschwindigkeit des Windes und ermöglicht schnellere Schläge deiner Waffen. Wir haben ja alle Schreie in den Favoriten. Genau. Da können wir ja eigentlich mal sowas hier einsetzen und probieren.
So, von dem Bären nehmen wir auch noch die Sachen mit. 6 von 10 Bärenpelzen, das ist gut. Ja. Und wo waren wir stehen geblieben? Oh, hallo Hängemoos und... Na, jetzt. So, Fackelglühwürmchen. Was, das war's hier schon, oder was? Nee, kann er nicht sein. Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Das war's? Wollt ihr mich verarschen? Gibt's hier eine Karte? Umgebungskarte. Honigstrandhöhle abgeschlossen. Ach, das war's. Nur die Bären waren hier und so ein gestrandeter Herumstreifer, Streicher, wie auch immer. Okay. Ja, das war was Kleines im Prinzip, aber auch fein. Ach, da kommen wir nicht hoch. Schade. Wo müssen wir denn jetzt weiter lang? Ich gehe mal weiter in diese Richtung. Und hoffe mal, dass wir hier ankommen werden. Oh, da haben wir einen Feind in der Nähe. Ah, da, ich sehe ihn schon. Ist das eine Spinne? Ihhh. Was machen denn die Spinnen hier draußen? Im Wald, wo kleine Kinder überall drum rumlaufen können. Was? Wow, was ist das denn? Ein Troll auch noch. Ja, schön. Komm schon. So. Hätten wir den Troll auch etwas Trollfett abkassiert. Frostbiss, Gift und Gold. Ja, eine Spinne hat Gold. Das ist sehr realistisch. So, was haben wir da? Da ist ein Drachenzeichen. Und so ein... Was bedeutet denn eigentlich dieses Zeichen jetzt in der Mitte? Weiß ich gleich mal gar nicht. Aber es scheint hier in der Nähe zu sein. Ach so, die Kaiserlichen sind das, glaube ich, oder? Sind das die Sturmmäntel? Kaiserlicher Soldat. Nee, das ist es. Kein. Die Armee ist immer auf der Suche nach starken und fähigen Kriegern. Der Stadt schmerzt immer. Rift, kaiserliches Militärlager entdeckt. So schlimm ist das auch wieder nicht. Okay. Ja, die Pferde sind ja von die Kaiserlichen sind ja von vielen gehasst sozusagen, weil die diejenigen waren, die uns am Ende erhängen wollten, am Anfang erhängen wollten, beziehungsweise köpfen wollten. Wir sollten ja hingerichtet werden, ganz am Anfang von Skyrim. Und das waren ja die Kaiserlichen. Und wir stehen immer noch vor der Entscheidung, ob wir zu den Sturmmänteln gehen oder zu den Kaiserlichen. Wobei das ja eher eine Frage des persönlichen Geschmacks ist. Ich denke mal, wenn man jetzt danach geht, dass einem die Kaiserlichen am Anfang köpfen wollten und das den ewig nachträgt, dann wird nie jemand zu den Kaiserlichen gehen. Ist natürlich auch die Frage, was andere so machen. Ich möchte natürlich gern was machen, was andere eher weniger machen. Alchemistenhütte entdeckt. Okay. Ist hier jemand drin? Keine Sau? Trankmischerbeutel, Schlammkrabbenchitin. Ach, das wollte ich doch gar nicht nehmen, das Buch. Ich wollte hier in den Beistelltisch reingucken. Okay. 5 Gold können wir brauchen. Ja, ich würde sagen, wir schlafen erstmal ein bisschen. Wie spät haben wir es denn? Fast um 10 Abend. Schlafen wir mal 12 Stunden, sollte reichen. Einfach hier irgendwo mitten im Wald pennen. Kann ja nichts passieren oder sowas. Ist ja nicht so, dass Spinnen oder Trolle hier in der Umgebung sind. Nun ja. Und guten Morgen. Uah. Oh, jetzt habe ich dich. Kurier der Sturmmäntel. Oh, jetzt habe ich den natürlich voll eine mitgezwiebelt. Aber ich hoffe mal, das sehen die mir nicht allzu böse an. Stachelgras, Stachelgras. So. Der hat mich erschreckt, Mann. Das sah aus wie so ein Troll. Der jetzt jeden Moment reinkommt. So, was haben wir noch? Knoblauchzopf, Knoblauchzopf. Achso, das habe ich schon. Karotte, Karotte, Apfel, Apfel, Apfel. Gib her den Mist. Gurt. Oh, ein Schmetterling im Glas. Immer zu gebrauchen.
Glühstab, Weißkappe. Du trägst zu viel. Ach ja, Mai, was machen wir denn da? Was war hier gerade wieder? Der Sturmmäntel? Nee. Ich tu mal ein bisschen was hermischen. Mal gucken, ob wir da was rauskriegen. Irgendwas am besten mit Gesundheit wiederherstellen. Das hört sich doch immer wunderprächtig an. So. Dankeschön. Schwere Rüstung verstärken. Gesundheit senken. Ausdauer wiederherstellen. Anfälligkeit für Frost. Okay. Ausdauer senken. Da haben wir auch was. Ausdauer wiederherstellen könnten wir mal machen. Nehmen wir mal das. Okay, und dann die da vielleicht. Ach ja, ist das Schee? Ist das Schee? Gesundheit senken. So, Giftresistenz. Können wir auch mal was machen. Schwere Rüstung verstärken klingt auch ganz interessant. Magieresistenz. So, alle Zutaten aufbrauchen hier. Erschaffen Gift Magikerinner. Entdeckte Effekte Magikerinner und senken im Hängemoos und. Okay. So entdeckt man nämlich auch neue Eigenschaften eines Produktes. Okay. Alchemie beenden. Ja, ich wäre sehr dankbar, wenn wir das machen könnten. So, wie viel Gewicht haben wir denn jetzt im Moment? 321. Okay, wir sind wieder ein bisschen frei. Das heißt, wir können erstmal weitergehen und streifen durch die Welt von Skyrim. Oh, Wolf! Geh weg! Noch einer! Wir wollen dich nicht! Geh weg! So, was haben wir eigentlich irgendwas zum Wegschmeißen? Irgendwas Schweres oder so? Ja, meine Rüstung am besten wegschmeißen. Immer gut. Nee. Eigentlich nicht. Der Elfen-Zweihänder höchstens. Ah, die sind ja alle so viel wert. Naja, wir gehen erstmal weiter nach oben. Wir finden schon noch genug Zutaten und so weiter. Da müssen wir jetzt nicht jede Kleinigkeit mitnehmen. Zumal wir ja auch jetzt überladen sind. Oh, was liegt denn hier? Zwei tote Ziegen? Ja, was machen denn die hier wohl? Ich denke mal, wir sind hier auf dem richtigen Weg zu Meridias Stern. Oder Meridians Stern. Oh, Schneebären. Oh, wer läuft denn da? Was macht denn ihr da? Keine Pausen mehr. Wir müssen den Weg nach Einsamkeit finden. Warum gehen wir überhaupt auf eine Hochzeit in so einem abgelegenen Winkel des Kaiserreichs? Haha. Ich habe euch gesagt, dass es sich um die Hochzeit von Vittoria Vicky handelt, einer Händlerin mit vielen Verbindungen zur ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Mhm. Die Cousine des Kaisers, erinnert ihr euch? Hoffentlich stimmen diese Geschenke sie milde, sichern das Importgeschäft und verschaffen uns eine Audienz beim Kaiser. Vielleicht. Hallo? Schert euch fort von mir. Belästigt mich nicht, Bauer. Ich habe eine lange Reise hinter mir und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu Vittorias Hochzeit zu kommen. Ich werde euch von diesen Geschenken befreien. Nee, viel Spaß bei der Hochzeit. Gerne, wenn wir es bis dorthin schaffen. Okay. Ja, die spazieren hier einfach mal lang auf dem Weg. Seht euch fort von mir. Verzeiht, aber ihr seht nicht besonders gut aus. Belästigt mich nicht. Fühlt ihr euch nicht wohl? Ich habe eine lange Reise. Hä, bin ich krank? Aktive Effekte? Knochenbrecherfieber? Ich dachte, das habe ich geheilt. Hä? Dann nochmal. Zaubertrank. Krankheitsheilung. Da. Und für diese Geschenke zu viel Geld bezahlt, um zu spät zu wird. Ja, jetzt bin ich geheilt. Okay. Keine Ahnung, ich hatte doch vorhin schon den Trank genommen, dachte ich. Nun ja, nun denn, kann man wohl nichts machen. Oh, was steht denn hier? Ein Pferd? Stehlen?
Gehört das niemandem?